Lasst uns über iOS 16 reden. Apples Entwicklerkonferenz steht ja in wenigen Wochen an, vom 6. bis zum 10. Juni, um genau zu sein. Und für mich persönlich ist die WWDC von allen Apple-Veranstaltungen mit die spannendste Keynote, weil wir im Vorfeld eben nicht so viel wissen. Egal ob iPhone, Apple Watch, iPad oder Mac, bei fast allen physischen Produkten wissen wir ja schon meistens Wochen im Voraus, was uns erwartet. Aber eben nicht bei der Software, weil die Softwareentwicklung schön Apple-intern bleibt und es daher keine undichten Stellen gibt, also zumindest nicht so viele. Aber trotzdem, in diesem Video schauen wir uns mal an, was wir bisher schon über das neue iPhone-Update wissen, was über iOS 16 schon geleakt wurde und natürlich auch ein paar Designkonzepte bzw. ein paar persönliche Wünsche. Der Nachfolger von iOS 15 wird, Trommelwirbel, iOS 16 heißen. Ja, wer hätte es gedacht, oder? Ja, und er erscheint im Herbst, sobald das iPhone 14 dann auf dem Markt ist. Wahrscheinlich also im Oktober. Normalerweise gibt es noch am selben Tag der WWDC-Keynote oder später in der Woche eine Beta-Version für Entwickler. Die erste öffentliche Beta-Version folgt in der Regel dann aber ein paar Wochen später. Möglicherweise so Ende Juni oder Anfang Juli. Wenn ihr die also haben wollt, müsst ihr noch ein paar Wochen mehr warten. Außerdem wissen wir auch schon recht genau, welche Modelle das Update bekommen werden. Im letzten Jahr war es ja schon irgendwie recht überraschend, dass alte Geräte wie das iPhone 6s oder das SE der ersten Generation sogar noch iOS 15 unterstützen. Daher ist es recht wahrscheinlich, dass die beiden Modelle ab diesem Jahr dann keine neuere iOS-Version mehr unterstützen werden. Bevor es mit dem Video weitergeht, eine kurze Unterbrechung. Dieses Video ist nämlich gesponsert von NordVPN. NordVPN macht zum einen eure Internetverbindung durch Verschlüsselung abhörsicherer, gleichzeitig wird eure IP-Adresse ausgetauscht, ihr seid also immer anonym im Netz unterwegs. Ihr könnt bei jeder Verbindung ganz einfach über diese Leiste oder die Weltkarte hier neu entscheiden, aus welchem Land die IP-Adresse sein soll. Super praktisch, wenn zum Beispiel euer Videostreaming-Dienst eine Ländersperre integriert hat. NordVPN bietet für diesen Zweck über 5500 schnelle Server in 60 Ländern. Neu dazugekommen ist ein integrierter Bedrohungsschutz, der schützt euch vor Tracking und vielen Arten von Viren und Schadsoftware. Übrigens auch dann, wenn ihr gerade nicht per VPN verbunden seid. Ihr könnt NordVPN auf 6 Geräten gleichzeitig nutzen, von PCs und Macs bis hin zu Smartphones. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung oder mit dem Rabattcode Technikliebe ein 2-Jahres-Abo abschließt, bekommt ihr 73% Rabatt und zahlt rechnerisch inklusive Mehrwertsteuer nur 3,30 Euro pro Monat. Das ist doch nicht schlecht, oder? Jetzt geht's weiter mit dem Video, viel Spaß! Laut Mark Gurman von Bloomberg wird es wohl große Änderungen bei der Handhabung von Benachrichtigungen geben und laut 9to5Mac schließt das quasi auch diverse Verbesserungen am Fokusmodus ein. Ja, ich persönlich finde eigentlich, dass die Benachrichtigungen mit iOS 15 schon deutlich besser gemacht wurden und ja, der Fokus ist ganz nett, aber auch da weiß ich jetzt noch nicht so recht genau, was Apple da eigentlich verbessern möchte. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, und Gurman hat auch gesagt, dass man wohl in iOS 16 viele Hinweise auf das kommende Mixed Reality Headset von Apple finden wird und wie überhaupt diese Brille oder dieses Headset oder egal was da auf uns zukommt, mit dem iPhone interagieren wird. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Apple eine solche Brille oder so ein Headset jetzt auch auf der WWDC vorstellt, sodass es in iOS 16 wahrscheinlich keine neuen Funktionen geben wird, zumindest jetzt keine, die für uns Nutzer sichtbar wäre. Was wir stattdessen bekommen könnten, sind einige wirklich große Verbesserungen des ARKit-Frameworks für Entwickler. Außerdem werden viele neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen erwartet, die zwar auch für iOS kommen werden, überwiegend dann aber doch über WatchOS genutzt werden, also für die Apple Watch. Wahrscheinlich werden auch einige neuen Features exklusiv für die Apple Watch Series 8 dann im Herbst aufgespart, also die werden wir dann wahrscheinlich jetzt noch gar nicht sehen. In der Vergangenheit wurde auch schon oft gemunkelt, dass iOS 15 eine Art Tracking-Funktion von Lebensmitteln oder Ernährungsgewohnheiten enthalten würde. Das ist aber bisher noch nie passiert. Vielleicht kommt das ja jetzt in iOS 16. Natürlich habe ich auch noch ein paar Features auf der iOS 16 Wunschliste, wie zum Beispiel ein Always-On-Display. Schon vor der Vorstellung des iPhone 13 gab es ja Gerüchte, dass Apple endlich ein Always-On-Display einführt, auf dem man Uhrzeit, Datum, Benachrichtigungen und andere wichtige Daten auf einen Blick sehen kann. Wie wir wissen, ist das natürlich nie passiert, aber es muss auch nicht an neue Hardware gebunden sein. Jedes OLED-Display kann mit einem Always-On-Display umgehen, was ja mittlerweile für viele iPhone-Modelle gilt. iPhone X, iPhone XS und XS Max, 11 Pro und 11 Pro Max sowie alle iPhone 12 und 13 Modelle. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Was meint ihr? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Dann wären da noch Änderungen bei den Widgets. Widgets sind, finde ich, echt cool. Man kann ja sein iPhone dadurch ein bisschen stärker individualisieren und man bekommt vor allem auf einen Blick jede Menge Informationen, ohne eine App öffnen zu müssen. Es wäre aber noch cooler, wenn diese Widgets interaktiv wären. Zum Beispiel, um einen Song zu pausieren oder zu starten. Oder hier in meinem Fall
bei der Hydrate-App von meiner smarten Trinkflasche, wenn ich hier einfach drauf tippen könnte, ohne dass sich die App dahinter öffnet. Das wäre schon echt cool. Übrigens, wenn euch das Thema smarte Trinkflaschen interessiert, ich habe vor kurzem einen Test dazu gemacht. Einfach hier oben in die Infokarte klicken, dann kommt ihr sofort zum Video. Aber zurück zu den Widgets. Ich persönlich fände es auch cool, wenn man Widgets im Sperrbildschirm anzeigen könnte. Das Wetter oder die Fitnessanzeige. Und ich spreche jetzt gar nicht mal von einem Always-on-Display. Solche Infos auf dem Sperrbildschirm, das wäre schon mega cool. Mein letzter Wunsch betrifft die Buttons im Sperrbildschirm. Standardmäßig haben wir ja hier die Taschenlampe und die Kamera. Die Taschenlampe finde ich noch einigermaßen sinnvoll, die Kamera hier unten wiederum überhaupt nicht, weil ich kann ja auch ganz einfach vom Sperrbildschirm so nach rechts wischen, um die Kamera zu öffnen. Es wäre doch viel cooler, wenn jeder Nutzer selbst festlegen könnte, welche Funktion auf diesen Buttons liegen soll. Zum Beispiel den Taschenrechner oder das Shazam-Feature oder den Dark-Mode-Button oder einen Wecker oder vielleicht einen Shortcut zur Home-App oder hier die Funktion, dass der Bildschirm beim Drehen des Smartphones nicht rotiert. Das sind alles Funktionen, die sogar im Kontrollzentrum zu finden sind. Ganz verrückt wäre es natürlich, wenn man einen Shortcut zu einer bestimmten App hätte, zum Beispiel Twitter oder WhatsApp. Ich glaube, das wäre jetzt aber zu verrückt und das will Apple wahrscheinlich auch gar nicht. Aber cool wäre es trotzdem. Einfach draufdrücken und man kommt vom Sperrbildschirm direkt in die App. Ich bin auf jeden Fall schon super gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wenn es soweit ist, werden wir natürlich auch drüber berichten. Also, wenn ihr es nicht verpassen wollt, unten einfach schnell auf Abonnieren klicken. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, auf welches Feature ihr euch am meisten freuen würdet oder ja, welches Feature ihr gebrauchen könntet. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video.